Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Home Sweet Home. Ja, wie ihr gesehen habt. Sind wir an der vorbei? Ich hab Hunger. Das spawnt er echt wieder hin. Ich bin gleich wieder tot. Hallo. Die Alte bringt mich zum Kreischen. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Schnauze, verpiss dich! Da lief sie gerade, habt ihr sie gesehen? Die hat echt starkes Asthma. Kann ich hier irgendwas machen? Ja. Ah!
Ich höre noch Schritte von ihr. Die ist voll uncool. Da hinten ist was. Und 3, 2, 1. Ich muss mal so richtig doll Pipi machen. Ja, den einen müssten wir ja besiegt haben, hoffe ich. Ich warte noch ein bisschen. Also mir geht's echt scheiße bei diesem Spiel gerade. Die wird schon wieder lauter. Sag ich doch. Lass mich rein! Ah! Lass mich!
Wo muss ich hier lang? Oder habe ich schon Räucherstäbchen? Ich glaube, ich habe schon Räucherstäbchen. Gut. Aber das sah nur aus wie ein Räucherstäbchen. Ja, I too. Die hört sich echt böse an. Ich hoffe, ich habe noch ein Räucherstäbchen. Ich weiß nämlich nicht, wohin ich muss. Ich weiß es einfach nicht. Oder was ich hier jetzt groß machen soll. Ich weiß es nicht, Leute. Oh, geht's mir scheiße. Ich habe mich schon mal besser gefühlt. Ich habe das Räucherstäbchen entdeckt. Warum? Ich habe das eine Räucherstäbchen auf jeden Fall entdeckt. Fortfahren. Ganz simpel und ganz einfach, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Dann dürfte aber das zweite auch nicht zu schwer sein. Es lag nämlich direkt in den Raum, wo das Vieh davor stand. Auf den Tisch. Da. Ja, das nochmal gelesen, gut.
Ich höre sie gerade ankommen. Was macht er da drüben? Er findet anscheinend Räucherstäbchen richtig geil. Das dauert, bis er das endlich gecheckt hat, dass er runtergehen soll. Alter. Ich glaube, ich muss dann auch schon wieder auf Klo. Ich habe Hunger auch. Vielleicht sollte ich mir auch danach was zu essen machen. Gut, der läuft wieder zurück. Wo bleibt die denn? Drei? Nein, bitte nicht. Oh. Läuft der Geist hin? Ich hoffe, dass wir jetzt hier gleich rauskommen. Da läuft die. Ich bin so.
Oh, McDonald, have a farm. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Könnte aber vielleicht bei den Toiletten sein. Dass da irgendwas ist. Ist nicht wahr, dass wir jetzt hier rumschauen müssen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache. Ich will mal auf der anderen Seite gucken. Die haben ja echt Augen nur für. Das gute Stück. Ich hoffe, die sieht mich von hier hinten nicht. Ich warte mal kurz, wie lange die da drin braucht. Nicht so lange. Kann ich irgendwas mit euch machen? Nee, er schwimmt weiter vor sich hin. Wahrscheinlich übersehe ich hier irgendwo etwas. Tag gucken. Komm ich endlich? Wartet mal. Nö. Dann dürfte ich ja nichts vergessen haben, oder? Dann übersehe ich hier noch nur irgendwas. Aber wo? Wo übersehe ich hier was? Und hier reingehen tut sie ja groß nicht. Hoffe ich. Ah, ich sehe da eine Tür. Seht ihr die?
Scheiße. Was? Wir sind weiter. Wir sind weiter. Oh Gott. Leichenfuhr und Wischen, wochenlang vermisste Studentin ist tot. Am 3. Oktober hat die Polizei die Leiche von Frau Patra im dauerhaft geschlossenen Mehrzweckraum der Fakultät für Ingenieurwesen Kanyao Universität gefunden. Deswegen wurde die Leiche vorher nicht gefunden, bis das der schreckliche Leichengeruch wahrzunehmen war. Die blutige Leiche trägt noch Uniform. Es wird noch nicht berichtet, ob es Mord oder Suizid war. Allerdings gibt es viele Nägel neben der Leiche und die Leiche wurde heute bereits zur Untersuchung der Todesursache weitergeleitet. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich warte hier im blutigen Raum auf meinen Tod. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.